Galopp Deutschland, einen schönen guten Tag, seid gegrüßt, wo immer ihr euch befindet. Zum zweiten Mal nacheinander schaffen es der Guido, der Lars Wilhelm und ich nicht, uns in eine Telefonkonferenz, nein, eine Zoom-Konferenz gleichzeitig reinzuwählen. Deshalb hat der liebe Florian Figge erneut die Aufgabe, diese Einzelvideostückchen in eine Gesamtdarstellung zu bringen. Das wird er schaffen und wir hoffen, dass wir am nächsten Freitag wieder alle dreimal zusammen auftauchen können. Und dann auch wieder mit Studiogästen, also so richtig klassisch wie früher. Mal gucken, drückt uns die Daumen, dass das funktioniert. Wir nähern uns dem 25. Spieltag, schauen aber kurz zurück auf den 24. Spieltag. Letzte Woche Düsseldorf und München. Und wir haben einen Gesamtsieger zu küren. Applaus, Applaus, Trommel, Trommel, nämlich den Stall Sparenburg, die über 5000 Punkte geholt haben. Das heißt, sie haben die Viererwette getroffen, und zwar in Düsseldorf, haben 5456,3 Gewinnpunkte und Einsatzpunkte geholt und sich damit insgesamt von einem Platz hoch in den 40ern auf Platz 6 nach vorne katapultiert. Da fehlt noch einiges zur Spitze, die weiterhin gehalten wird von Hubertus Diez, dem Minigolf-Team und der Sportfeldredaktion, die mit 27.700, 26.700 und 21.000 Punkten deutlich vor dem Stall Sparenburg sind, der inzwischen 17.500 Punkte hat. Aber vielleicht gelingt ihnen ja noch ein oder zwei solche Treffer und schon ist man mit an der Spitze. Zweiter letzte Woche wurde Gerhard Schöning, Eigentümer der Rennbahn in Hoppegarten, mit 1440 Punkten und ist damit ein bisschen nach vorne gerutscht. Nicht wesentlich, aber in eine vernünftige Höhe. Ich muss mal gucken, ob ich das noch finde hier, wo der liebe Gerhard ist. Da ist er Platz 46 und regelmäßig gut mit Ergebnissen dabei ist Darius Racing. Haben wieder 1400 Punkte geholt. Das reichte für Platz 3 letzte Woche. Und es sind insgesamt hier so viele Punkte, dass Platz 9 gefestigt werden konnte. Man ist hier insgesamt bei 16.662 Punkten. Und als Preis hat man sich ausgesucht von unserem Geschenkebuffet einen Ehrenpreis, den Hein Bollo gewonnen hat auf der Galopprennbahn in Dortmund, die an diesem Wochenende eine ganz besondere Rolle spielen wird. Dort in Dortmund findet das 137. Deutsche Songletscher statt, gesponsert von RaceBets. Und RaceBets, genau wie Pferdewetten.de, gibt ja jedem Sieger, jedem Tagessieger, Tagessieger-Team, 100 Euro Wettgutschein. Das ist auch an diesem Wochenende erfolgt und vielleicht kann der Stall Sparenburg mit diesen 100 Euro ja auch was anfangen im St. Ledger, zu dem wir mal rübergeben. Wir haben nämlich Dortmund und Hannover im Angebot. Dortmund startet aufgrund der parallelen Übertragung der Rennen ins Netz der PMU in Frankreich bereits um 11.20 Uhr mit 9 Rennen. Und es kommen weitere 11 Rennen dazu aus Hannover. Etwas später geht es dort los, 13.10 Uhr. Also ihr habt den ganzen Mittag und Nachmittag in Deutschland Zeit oder wo auch immer ihr auf der Welt seid, euch den deutschen Galopprennsport zu gönnen und viele, viele, viele Möglichkeiten aus euren 300 Euro Einsatz mehr zu machen, viel mehr zu machen und den nächsten Tagessieg einzulocken. Dortmund, Hauptrennen, hatte ich jetzt angesprochen, RaceBets 137, deutsches Songletscher. Das Rennen ist das 6. Rennen in Dortmund und zudem gehe ich mal kurz rüber. Das startet um, ich schaue mal gerade in meine Tabellen, 14 Uhr. Es geht um 50.000 Euro, es ist ein Gruppe 3 Rennen, offen nicht nur seit einigen Jahren, nicht nur für Dreijährige seit einigen Jahren, sondern auch für Ältere. Die haben auch regelmäßig dann da schon gewonnen. Diesmal haben wir zwei ältere Pferde dabei, Ida Alata aus dem Stall von Henk Grewe, der auch noch Alborz, seinen dreijährigen Reliable Man Sohn, sattelt. Und Naida von Jasmin Albenräder, die Startnummer 2, ebenfalls Reliable Man. Vielleicht kommt der Sieger von diesem Deckhengst. Schauen wir mal. Insgesamt wieder 9 Pferde am Start. Bunte Mischung von Stuten und Hengsten, von Dreijährigen und Älteren. 2800 Meter sind gefordert, also eine echte Steherstrecke. Und in dem Rennen werde ich von meinen 100 Euro für unser Team Auf geht's Deutscher Galopp 40 Euro setzen, und zwar auf eine Zweierwette. Ich glaube, dass Naida hier Erste oder Zweite wird und kombiniere dazu Afonso, einen Dreijährigen aus dem Stall von Markus Klug und von Holger Renz, bezahlt, gekauft und in seinem Besitz stehen. Und dazu Loft, ein Pferd, das zuletzt mit 6 Längen eine Steherprüfung gewonnen hat, sehr überzeugend. Geritten von Marco Casamento für das Gestüt Gittlingen. Also,
Naida 1-2, dazu kombiniert entweder die 3 oder die 6 auf die ersten beiden Plätze. A 10 Euro macht in Summe 40 Euro. Damit habe ich, glaube ich, auch schon die Favoriten genannt. Ich glaube nicht, dass das eine mörderhohe Quote gibt, aber wie sagt Lars Wilhelm immer, gewinnen müssen. In diesem Fall nicht die Pferde alle gewinnen, sondern die Wette muss gewinnen. Neben den 50.000 Euro im sportlich wichtigsten Rennen in Dortmund locken 52.000 Euro, also nochmal 2.000 Euro mehr, im Auktionsrennen für zweijährige Stuten, das um 12.50 Uhr in Dortmund ausgetragen wird, das Johanna und Hugo Cover Gedächtnisrennen, das BBAG Auktionsrennen. Hier geht es um, wie gesagt, 52.000 Euro und 1.400 Meter, die zu bewältigen sind. Wir haben 10 Stuten am Start und ja, ich habe da wirklich mich schwer getan, wen ich da wetten sollte. Deshalb hier nur aus dem Bauchhaus zwei Pferde, die ich glaube, die interessant sind in diesem Rennen. Das eine ist Atomic Blonde, Startnummer 4, Gestüt Karlshof, Henk Greve. Nummer 2, Nastaria, von Anna Schleusner-Furib trainiert und auch in ihrem Besitz stehend. Ein Pferd, das schon ein GAG hat, also schon 3 Rennen gelaufen ist und sich hervorragend bislang verkauft hat. Wäre der lieben Anna zu gönnen. Viele Grüße Richtung Nordostdeutschland. Und das Pferd namens Dörte hat zuletzt ein bisschen enttäuscht in Baden-Baden, aber vielleicht geht da jetzt mehr in Dortmund am Sonntag. Also Daumen sind hier gedrückt. Meine weiteren Wetten gehen aber alle, die anderen 60 Euro, nach Hannover. Hannover, wie gesagt, 11 Rennen ab 13.10 Uhr. Ich habe 6 Pferde rausgepickt, breite Streuung von vielleicht Favoriten, aber vor allen Dingen auch Außenseitern, die ich alle mit 10 Euro Sieg wetten werde. Und wenn einer davon trifft, glaube ich, werden in Summe meine 100 Euro auf jeden Fall erreicht werden. Schauen wir mal. Wir starten im dritten Rennen in Hannover und dort verfolge ich die Produkte, wie man so schön sagt, die Nachkommen von Edmi, einer Stute vom Gestüt Paschberg. Und der läuft im dritten Rennen 14.15 Uhr, Preis des Kahlenberger Kreditvereins, mit der Nummer 7 Edmea, eine zweijährige Fuchsstute von Arayon. Sollte eigentlich letzte Woche schon laufen, ist nicht an den Start gekommen, ich weiß nicht warum. Leon Wolf sitzt im Sattel, somit haben wir hier noch ein bisschen Erlaubnis, ich glaube 2 Kilo. Und ja, genau, 2 Kilo. Edmea ist sicherlich ein Pferd, das im zweistelligen Bereich abgehen wird, 10, 11, 12 zu 1, selbst wenn da nur 9 Starter sind. Und auf das Pferd bitte mal achten. Ich glaube, da ist vielleicht was drin, gleich am Start schon. Fünftes Rennen, Hannover. Hannover hat 2 Listenrennen im Angebot, also auch hier sportlich wertvoll. Es geht um den großen Preis der VGH-Versicherung. 2 Stutenrennen als Listenrennen. Schon dotiert wieder mit 22.500 Euro, also das ist richtig gut. Vielen Dank nach Hannover, Gregor Baum, dass ihr hier schon wieder diese Preise auslobt, die schon fast wieder mit 25.000 Euro lang war vorher das Vorkrisen, das Vor-Corona-Niveau erreicht haben. Hier gehen 9 Stuten an den Start und viele Dreijährige, eine Vierjährige und eine Fünfjährige. Und ich gehe mit der ältesten Stute, mit Silken Mary. Silken Mary ist in Baden-Baden, fand ich, hervorragend gelaufen und als Riesenaußenseiterin Vierte geworden, nur knapp geschlagen. Und da könnte jetzt was gehen. Frederike Schloms bringt ihre Pferde gut raus, gut vorbereitet raus und hier hat sie, glaube ich, Mumm. Und die Form aus Baden-Baden, wie gesagt, steht. Robin Hadens reitet, die Gewichtserlaubnis von ihm können wir hier nicht nutzen, weil es ein Listenrennen ist. Und Silken Mary, naja, ich habe gedacht, mache ich sie Platz, aber vielleicht geht es sogar mehr. Also zu einer wahrscheinlich stattlichen Quote, Silken Mary 10 Euro auf Sieg. Sechstes Rennen, ein Pferd, das ich dieses Jahr sehr interessant finde, fast immer gute Form und erstaunlich hohe Quoten. Und zwar von Marco Mexner trainiert Skipjack. Skipjack von Eddie Pedrosa geritten ist die Nummer 2 im sechsten Rennen in Hannover. Und auch da gehen 10 Euro auf Sieg von mir mit für unsere Truppe. Das nächste Listenrennen ist das siebte Rennen. Das ist der große Preis der landschaftlichen Brandkasse in Hannover. Wieder Stutenrennen, wie erwähnt. 8 Pferde am Start, Dreijährige und Vierjährige. Strecke ist diesmal deutlich kürzer, 1600 Meter. Und ich glaube, diese Streckenverkürzung kommt der Nummer 1, Randamur, zugute. Eine Stute, die in Düsseldorf im Frühjahr schon ein bedeutendes Rennen gewonnen hat. Danach im Stutenderby meiner Meinung nach auf zu langer Distanz unterwegs war. Jetzt geht man zurück auf 1600 Meter und das müsste passen. René Picholek reitet und fürs Gestüt Auenquelle gibt es hier den Sieg nicht
für das Pferd Mrs. Appleby, das für Rainer Jubert startet, sondern für Marcel Weiß. Der Sieg geht nach Mülheim. 10 Euro auf Sieg. Neuntes Rennen, das Viererwettrennen der Woche. Hier gibt es die größte Auszahlung. Dortmund hat auch eine Viererwette mit 15.000 Auszahlung. Garantie 15.555 Euro bietet Hannover. Ist damit das Viererwettrennen der Woche. Das Landtechnik Banktrophy-Rennen, Wettchance des Tages. Und hier haben wir 16 Starter. Das ist eine schwierige Aufgabe. Deshalb gehe ich hier nicht mit der Viererwette mit, sondern mit 10 Euro auf Sieg auf meinen Tipp, der in der Sportwelt ja auch veröffentlicht wurde, nämlich auf Roxalagou. Ein vierjähriger Wallach, der sich gefunden hat, hat erstmals gewonnen und darf wieder mit Patrick Gibson reiten. Und Patrick kommt damit prima klar. Hat auch mit dem Pferd gewonnen in Hannover vor ein paar Wochen. Das Pferd läuft sehr oft, aber regelmäßig nach vorne und auch sehr, sehr gut. Bei 16 Startern ist das natürlich eine Nummer. Man hat einen mittleren Startplatz, also der Patrick wird das Pferd schon verstecken können und dann hinten raus gewinnen. Patrick, alles Liebe, hol den Sieg und schenk mir den nächsten Treffer. Den Power General mit einer Quote von 9,1:1 hat in Düsseldorf am Sonntag gewonnen. War auch mein Tipp. Eine Viererwette war ich knapp daneben. Wie gesagt, die 5.000 Euro holte sich der Stall Sparenburg. Sei euch gegönnt. 10 Euro also auf Roxalagou auf Sieg. Und mal gucken, die Quote sollte, ich habe keinerlei Informationen vorliegen, vielleicht bei 50 bis 60 für 10 liegen. Und dann einen totalen Außenseiter, ein Pferd, das als 2-3-jähriges Pferd ganz gut war, danach aber echt eine Durchstrecke hinter sich hat. Im 11. Rennen gehe ich mit der Nummer 12, South Coast, eine 6-jährige Stute, von Frau Dr. Fries Jung trainiert und Martin Seidel reitet. Das Pferd ist so weit inzwischen runtergekommen vom GAG, dass es einfach mal wieder eine Chance haben sollte. Vielleicht wird es auch nur eine Platzwette, die wird auch ordentlich zahlen, aber wir gehen ja hier mit Siegern. Bußanlass, Wille. Und somit 10 Euro auf Sieg auf South Coast und das Pferd sollte für 10 Euro erwarte ich da mindestens 120 bis 150. Also einer von den 6 Pferden sollte treffen. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Folgt meinen Tipps, wenn sie euch gefallen. Ansonsten Lars Wilhelms oder Guidos Tipps. Nein, am besten folgt ihr unseren Tipps gar nicht, denn dann macht unsere Quote kaputt. Euch allen viel Freude. Bis zum nächsten Freitag. Und jetzt viel Spaß mit dem Guido und mit dem Lars Wilhelm. Wir sehen uns. Bleibt gesund. Ja, liebe Wetten, das Gemeinde. Ich melde mich heute hier aus Krefeld. Live vom Training. Und ratet, wer hier kommt. Wer hat ihn erkannt? Es ist Gamgum, hat sich schon wieder gut erholt nach seinem knapp verlorenen Rennen in Chantilly, dem Prix Express, ein ganz bekanntes Rennen, über 800 Meter, war leider ein bisschen unglücklich geschlagen, aber jetzt steht er schon zu neuen Taten bereit. Wie ihr seht, bin ich hier im Stall von Mario Hofer, einem der besten deutschen Trainer, über 2000 Siege, davon, ja, roundabout 200 Siege für mich, Mario. Also trainieren kannst du, das weiß jeder jetzt, ja. Kannst du auch wetten, ja, das wollen wir gleich mal sehen, weil wir wollen heute mal deine Meinung zu den wichtigen Rennen am Wochenende hören. Und dann sind wir mal gespannt, ob du auch ein paar Treffer hast. Ich selber weiß, dass du kein ungefährlicher Wetter bist, obwohl du eigentlich ja gar nicht wettest, weil wenn wir auf der Rennbahn sind, ab und zu mal am Tisch, da haust du schon mal die richtigen Dinger raus, auch Außenseiter. Also wir sind gespannt gleich, Mario, ne? Ja, muss mir ein bisschen vorbereiten. Gut, dann bis gleich. Ja, Gamgum die zweite, nach erfolgter Arbeit, wird noch hier schön alles abgespritzt, damit er wieder sauber in seinen Stall kommt nachher. Auch der Hintern wird nicht vergessen. Oh mein Mann. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt halbwegs erkennen. Ich bin ja ein bisschen iPhone-Legastheniker. Aber vorab mal meine Tipps schon mal, bevor wir nachher den Mario ausquetschen. Ja. Ich nehme mit meinen 100 Euro im dritten Rennen in Hannover gehen 25 Euro Sieg auf Kobold. Ja, der hatte vorher mal schon alles in der Hand. Diesmal ist er fällig, bin ich mir ziemlich sicher.
Und im ersten Rennen in Dortmund nehme ich die Nummer 2 Shirazi. Den habe ich nur mit einem eigenen Pferd geschlagen. Deswegen habe ich mir den aber als Hauptgegner eh besonders gut angeguckt in Baden-Baden. Und ich muss sagen, das Pferd sah super aus und der ist mehr als fällig. Und deswegen gehen 25 Euro Sieg und 25 Euro Platz auf den Shirazi. Und das letzte Geld geht im zweiten Rennen auf Antero. Den halte ich auch für ein gutes Pferd. Und da sind natürlich ein, zwei Gegner drin, aber da wird es ungefähr 30, 35 geben und das probieren wir mal. Ja? Also, bis bald. Ja, Video Nummer 3. Jetzt sind wir im Büro bei Mario. Und um ein ganz besonderes Foto zu zeigen, muss ich hier noch auf den Stuhl steigen. Ich hoffe, es passiert nichts. Der 2000. Sieg. Damals im glorreichen Neuss mit Gamgum. So, Mario, jetzt gilt's aber. Jetzt wollen wir mal ein paar Sieger hören hier. Wir fangen mal an mit Hannover. Dort haben wir 2 Listenrennen. Ich bin ganz durcheinander. Ja, dass du mal 4 Rennen hier ansagen musst, das gab es schon lange nicht. So, sag mal an. Ja, das Stutenrennen, das erste auf 2000 Meter Listenrennen. Mein Mumm wäre Salonlauf. Aber insgesamt ein sehr offenes Rennen. Also, das ist nichts ganz sicher da. Aber das wäre so mein Mumm, wenn ich mich entscheiden muss. Sehr gut. Und dann haben wir das andere Rennen. Wie viel ist das, Guido? Ah, hier das siebte Rennen. Da glaube ich, dass über die Nummer 1 Rennen der Amour, da wird der Sieg geht. Also das ist also ein für mich schwer zu schlagendes Pferd in dem Rennen, weil es auch meiner Meinung nach in einer Idealdistanz läuft. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht kann man noch sagen hier, was hältst du von dem Pantal? Der hat ja enorme Form aktuell. Ja, immer gefährlich. Ja. Solides Pferd von Frankreich und der ist ja immer gefährlich, wenn er hier ist. Das weiß man ja. So, dann kommen wir zu Dortmund. Da haben wir auch 2 schöne Rennen am Sonntag. Natürlich das St. Ledger, das nehmen wir natürlich als letztes. Erstmal das Auktionsrennen, das finde ich, das ist sehr ausgeglichen. Ja. Da ist gar kein Raussteher drin, aber das könnte ein großer Tag für Schleusener Florid werden, oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich auch so. Der hat sehr, sehr solide Form, ist stark in Baden-Baden gelaufen und das ist für mich schon die Nummer 1 in dem Rennen. Und dahinter kann eigentlich jeder 2, 3, 4 sein. Vielleicht als Außenseiter Naria nehmen. Die Familie kenne ich gut und es waren viele gute Pferde dabei und der hatte beim ersten Mal ein bisschen unglückliches Rennen in Mülheim. Ja, das ist doch mal. Ich glaube, der steht 160 in der Zeitung. Wenn so ein Pferd 2, 3 ist, gibt es direkt Geld, Leute. So, dann kommen wir jetzt natürlich zum absoluten Hauptrennen, zum Klassiker, zum St. Ledger. Ja, ist für mich gefühlt ein Zweipferderennen mit Favorit sicher Son of Gold, eine sehr gute Form von Frankreich. Loft ist das kommende Pferd, wo man die Grenzen vielleicht noch nicht gesehen hat, aber die Messlatte sollte schon die Nummer 8 Son of Gold sein. Und im dritten Platz wahrscheinlich Affen zu, aber generell ist der dritte Platz ein bisschen offen, kann man auch Normfliegerin sehen. Also das ist ein bisschen offen, aber vorne die 2 Pferde sind für mich schon ein, 2. Ich sehe auch, dass der vom Cavallo hatte ja in Frankreich ein ziemliches Unrennen bis zur Zielgeraden, sage ich mal, hat dann aber ganz nah ausgezogen und ist wie ein Steher dann noch also quasi auf den letzten 100 Metern angeflogen gekommen. Ne? Also je länger, je besser, könnte man sagen bei dem. Und auf dem bin ich gespannt jetzt. Ja? So, dann also für den Sonntag. Zum dritten. Nach erfolgreichem Training wird sich noch schön gewälzt hier. Ja.